Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von der Halo-Reihe. Was ist das jetzt? Trailer. Das ist aber von Rage. Nee, möchte ich jetzt nicht. Ja, einen weiteren Teil von der Halo-Reihe und zwar Halo 3 ODST. Und ja, ich glaube, der spielt sogar noch vor dem dritten Teil. Ich habe jetzt leider den dritten Teil davor schon gemacht. Ja, das ist ja, glaube ich, aber der ODST kam, glaube ich, aber erst nach Teil 3 raus, ne? Möchte ich sagen. Weiß ich jetzt nicht. Könnt ihr mir ja mal eine Comment schreiben. Jedenfalls, ja, Solospiel starten. Ich spiele wieder auf einfach. Ah, und man sieht schon, der Ladebildschirm ist auch neu. Mal sehen, was uns hier in den Abenteuer erwartet. Die Navy hat gut gekämpft. Klar, ist ja auch die Erde. Besser spät als nie. Wie wär's mit etwas mehr Respekt, Romeo? Ich sag nur, Sie haben was übersehen. Nein, für uns übrig gelassen. Sie kennen die Musik. Zeit zu tanzen. Hallo, Schöne. Ports, sofort. Neulinge? Nichts Besonderes, waren wir alle mal. Wenigstens hören Sie. Auf mich. Aber Sie werden meine Worte nicht mögen. Befehl ist Befehl. Kommen Sie, Veronica. Was könnte wichtiger sein als der Träger? Meine Befehle. Und Buck? Nennen Sie mich Captain. Den Tanz lasse ich aus. Wo soll ich mich hinsetzen? Was hatte die denn für eine Panzerung? Keine Ahnung, Mickey. Hab nicht da hingeguckt. Im Ernst? Sieht nach Nahkampf aus. Genau. Die zweitletzte, gleich neben meiner. Gemütlich. Sagen Sie uns Ihren Namen, Gunny. Miss Nachrichtendienst. Unser neuer Boss. Oh Mann. Also haltet den Mund. Setzt euch hin und macht euch einsatzbereit. Was soll ich mit diesem Ding in einem Allianzschiff? Aufwachen, Schneewittchen. Entspann dich, er tut dir nichts. Außerdem wäre es jetzt ratsamer, stark und schweigsam zu sein. Tja, ach, ich kann schon mich bewegen, okay. Ja, in dem Teil spielen wir nicht den Master Chief. Da spielen wir also ODST ist ja so eine Art Spezialeinheit. Und da geht's schon abwärts. So. Ich nehme zurück. Die Navy hat versagt. Hey Romeo, sag dir, ich soll dich mundhalten. Ja, das war ein Befehl. Oh, das haut ab, das Schiff. Aber passiert da nicht wieder so eine... Genau. Oh nein, oh nein. Oh Gott. Alter. So ein Shit. Gleich ein Absturz zum Anfang.
Der Anfänger. Besetzte Stadtmitte. 6 Stunden nach Abwurf. Ja, ich glaube, dass dieses Spiel ist nur in der Stadt komplett. Also spielt sich da ab. Möchten Sie Training absolvieren? Nein. Ist alles korrekt. So. Abwärts. Ui. Oh, ein bisschen Schaden genommen. Und ich glaube, man hat hier nicht mal ein Schutzschild. Wie ihr seht, das ist nur unsere Lebenslinie da oben. Und wenn die hin ist, sind wir tot. So, ja, hier, also ich möchte sagen, falls ich mich irre, dass es hier nicht nur eine Stadt ist. Aber ich glaube schon, dass dieses Spiel nur hier in der Stadt sich abspielt. Und ich möchte sagen, dass ich als erstes, Moment. Ach, hier habe ich noch so eine Art, das macht es ein bisschen heller, das ist natürlich gut. Das ist sehr gut. Ich weiß jetzt aber nicht, wohin ich soll, aber ich habe irgendwie in Erinnerung, dass ich hier eine Karte kriege. Oder? War das hier? Man konnte nämlich hier so an... Oder ich musste mir so eine Art Telefonzelle suchen, das kann auch sein. Man kann hier alles untersuchen. Das werde ich auch so weit machen. Immer schön darauf achten, dass ich... Ich weiß noch nicht genau. Ich glaube, ich laufe mal dahinter erst. Ach, das Leben lädt sich nach einer Weile alleine auf. Okay, dann weiß ich... Ach nee, das war Heilung. Nee, das Leben lädt sich nicht automatisch auf. Wir hatten vorhin bei dem anderen, deswegen ging vorhin beim anderen ein so ein Ding weg. Okay. Ja, und wir haben hier eine Pistole und dann haben wir hier mit Schalldämpfer. Zum Anfang. Auch sehr schön. Granaten habe ich auch schon 3 gefunden. Auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, hier gab es auch die Brandgranaten. Deswegen seht ihr die unten schon abgebildet. Gleich zum... Oh, da ist... Und deswegen ist das so geil mit dem, was ich hier ausschalten. Und jetzt kann ich ihn schon sehen. Seht ihr das? Oh, die hat aber einen Rückstoß. Mein lieber Hammel. So, den hätte ich. Die hauen jetzt ab. Du mich nicht haben. Jetzt. So, du gehst nicht petzen. Und dich machen wir mal so kalt. So, das ist gut. So, nachladen tue ich wieder hier oben. Alles klar. Da hatten wir uns ja das eine Teil geholt. So, da hinten war ich jetzt. Aber die Waffe hat einen ganz schönen Rückstoß, habt ihr ja gesehen. Ich habe eine ganze Weile in die Luft geschossen. So, na gut. Ja, ich glaube mich zu erinnern, ich musste irgendwie eine Telefonzelle und dann hatte ich erst eine Karte oder so. Irgendwie so war das. Genau. Da habe ich auch damals hier alles rangegangen, abgesucht. Ich weiß gar nicht, ob man hier eine Taschenlampe... Ach, haben wir schon eine Taschenlampe? So, auf jeden Fall muss ich hier lang. Und sehr viel Munition habe ich gar nicht mehr.
Der Vorteil ist allerdings... Oh, da sind Feinde. So, den hätten wir. Oh, die Kleinen. Die laufen ja sowieso weg. Die kann man so erledigen. Aber leider ist unsere Waffe fast alle. Na, soll ich so eine mitnehmen? Ja, ich nehme mal so eine mit. Aber ich werde mal mit der Pistole mal sehen, wie... Okay, die geht auch. Wo willst du hin? Alter. Jetzt bleib doch mal stehen. Ja, sicher. Deswegen bin ich hier. Wenn du mal stehen bleiben würdest, dann könnte ich dir auch eine über den Latz geben. Doch. So. Aber ich muss, man sieht schon, also auf leicht nimmt man ja fast gar keinen Schaden. Das ist ja... Du läufst jetzt nicht weiter. Aber es wird noch schwerer, glaubt mir. Das ist ja immer zum Anfang so. Und später dann, ja, sterbe ich auch andauernd. So, jetzt kann ich mir... Oh, Granaten habe ich auch schon gut eingesammelt. Da ist noch ein kleiner Scheißer. Du wirst sterben. Blöde. So. Also ich suche jetzt erstmal eine Telefonzelle. Oder sowas ähnliches. Es war irgendwas, weil wir haben ja jetzt keine Karte und war ich hier schon? Bitten Sie den Superintendent um Unterstützung. Und wo soll ich das bitte schön machen? Hier kann ich auch nicht rein. Ich schaue mich erstmal hier um. Hier muss irgendwo... Ja, die Parts werde ich dann wieder so bei 22, 23 Minuten lassen. Ich gehe mal hier in der Mitte hoch. Ah, es klingelt. Hört ihr das? Ich höre es. Da vorne. Wusste ich doch. Ah, war doch eine Telefonzelle. Stadtkarte wird heruntergeladen. So, die Frage ist jetzt... Ja, genau. Hier sehen wir jetzt... hier müssen wir hin, hier hinten. Da gibt es dann... irgendeinen Gegenstand zu finden. Und hier sehen wir noch alles dicht. Kommt man nirgendwo durch. Ich bin jetzt hier. Das heißt, ich müsste hier rein. Aha. Also hier hoch. Okay, gehen wir nochmal kurz da oben gucken. Nächstes Mal schieße ich mit der erstmal. Weil bei der Pistole habe ich nur Einzelschuss und hier habe ich, jetzt haben wir auch über unseren Lehmdings hier so ein Dings, wo uns mal hinzeigt, wo wir hin müssen. Aber ich weiß nicht genau. Hier bin ich glaube ich falsch. Wir müssen nämlich irgendwo in ein Haus reingehen. Glaube ich zumindest.
Also laut Karte sieht das zumindest so aus. War das hier? Ich guck nochmal. Ne, brauchen wir nicht. So, hier auch nicht. Das muss doch hier irgendwo sein. Na gut, laufen wir noch ein bisschen rum und gucken. Irgendwo muss ich hier rein. Hier definitiv nicht. Könnte aber auch sein. Also ich suche eigentlich, es könnte hier unten vielleicht sein. Dass man hier so und hier so irgendwo und dann hier durchkommt. Genau. Also da unten. Ja, geradezu. So. Aha, hier ist auch viel mehr. Da hinten, denke ich mal. Dass da hinten reingeht. Da ist nochmal eine komplette Tür zu. Aber die Türen, die man auf der Karte jetzt sieht, die roten, die gehen später alle auf. Und da wird das Gebiet immer größer. So. Ja, hier müssen wir rein, definitiv. So. Habe ich denn eine Taschenlampe? Ist das schon meine Taschenlampe hier? Leuchtet aber ziemlich schwach, ne? Oh, er zeigt mir hier was an. War das überhaupt die Lampe? Was habe ich denn jetzt gemacht? Hä? Okay. Na gut. Schauen wir uns mal hier um. Da hinten soll ich hin. Ah. So. Na, es sind ja nur kleine, die hier in dem hohen Gras rumlaufen. Könnt ihr gleich mal knicken hier. So. Ah, und das Blut leuchtet auch schön. Wenn wir es ausschalten, ja, leuchtet es trotzdem. Aber ich lasse das mal an, weil dann ist es ein bisschen heller. Diesen Scanner. Und hier können wir nicht rein. Aber es hier an den Türen blendet es ganz schön ein bisschen, ne? Ja, noch ist es ein bisschen ziemlich mit Feinden im Maßen. Also es ist immer noch ziemlich ruhig. Ich denke mal, dass wir hier drüben rein müssen. Genau. So. Na, der lebt nicht mehr. Okay. Oh, und hier haben wir schon... Ah, ja, das kennen wir ja auch noch. Nehme ich natürlich viel lieber als das andere. Obwohl das ja nicht mehr so viel Munition hat. Muss ich sagen, was ist hier? Ach, hier ist noch ein Feind, okay. Hier muss ich, glaube ich, auch lang. Ja, nach oben. Mhm. Ja, die Lampe hätten sie ruhig ein bisschen stärker machen können, wenn ich hier eine... Ich glaube schon, das, man sieht ja, hier leuchtet ein bisschen. Aber... Ja, hier ist ein Marine. Der ist draufgegangen.
Oh, hier sind Feinde. Schakale. Und die haben auch wieder... Ah, die geht so schnell alle, die Waffe. Was habe ich als Zweitwaffe? Die Pistole immer noch. Ne, dann nehme ich mal die ihren Karabiner. Was hat der? Ich glaube, der ist stärker. Das ist ja dieses Scharfschützengewehr von denen. Oh. Aber wir müssen weiter. Ja, für mich ist es momentan gerade, ich hoffe mal nicht, dass es hier andauernd immer so dunkel bleibt. Das ist schon krass. Und Kontrollpunkt. Ah ja, hier ist der erste Gegenstand. Hier 00, 0 Meter steht da oben. Okay, aber bevor wir den anklicken, können wir nochmal hier rausschauen. Hier ist noch ein weiteres Gebiet statt. Mhm. So, sonst gibt es hier nichts weiter, ne? Ich gucke mich mal um schnell noch. Aber ich sehe gerade, der Part ist auch schon wieder vorbei. Ja, sorry Leute, da müsst ihr leider bis zum nächsten Part warten. Oder im nächsten Part werden wir dann diesen Gegenstand nehmen und dann mal sehen, was passiert. Dann sage ich an dieser Stelle mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Halo ODST. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.